Ein Verein, zwei Mannschaften, eine Liga. Doch als Konkurrenten sehen sich die erste und zweite Garnitur des TSV Dresden auf gar keinen Fall. Rein sportlich sind beide Teams fast ebenbürtig, was auch der Blick auf die Tabelle verrät. Doch mit dem Platz im Mittelfeld ist die erste Mannschaft nicht wirklich zufrieden. Das Ziel war schon, unter den ersten drei zu landen, also schon Platz drei, weil dieses Jahr ist eine Neuerung, dass nach der Saison Playoff-Spiele stattfinden und da werden die ersten drei Platzierten nehmen daran teil halt aus der Staffel Südost. Wir spielen aus der Staffel Süd, die spielen halt im Kreuzvergleich und gegeneinander spielen halt den Meister aus. Von den Playoff-Plätzen ist die erste Mannschaft des TSV Dresden ein gutes Stück entfernt. Erst recht nach dem vergangenen Wochenende. Sowohl das Heimspiel gegen Markt Heidenfeld als auch das Duell gegen Aschaffenburg gingen verloren. Damit beträgt der Rückstand auf die Meisterschaftsplätze schon beachtliche 3 Punkte. Gerade in den Einzeln konnte der TSV nicht überzeugen. Auch das abschließende Mixed-Spiel blieb ohne Erfolg und so gewann der BC Aschaffenburg das Duell mit 5:3. Also jetzt im Mix war es wahrscheinlich die fehlende Abstimmung, weil wir jetzt nicht so oft miteinander spielen. Und es gibt halt solche Tage, da läuft es einfach nicht so insgesamt. Das ist schade, aber dann greift man halt zur Rückrunde wieder an. Ausgeglichen und spannend war das Spiel zwischen der zweiten Mannschaft des TSV und dem Team aus Markt Heidenfeld. Deutlich überlegen die Damen aus Dresden. Jana Sahankova gewann mit ihrer Schwester zunächst das Doppel, dann auch noch das Einzel. Richtig eng und hochklassig verlief das Doppel der Herren mit den Dresdnern Alexander Schröder und Erik Teichmann. Auch sie konnten gewinnen. Das waren halt wirklich die Spiele, die wir gewinnen wollten und auch mussten irgendwie, wenn wir hier was reißen wollen gegen die Gäste aus Mark Heidenfeld. Und ja, wir spielen das erste Mal diese Saison so zusammen, weil wir gesagt haben, die anderen Doppel, die wir bis jetzt gespielt haben, waren von der Aufstellung her nicht so gut. Deswegen haben wir heute umgestellt und umso wichtiger, dass es gleich geklappt hat. Für viele im Team des TSV Dresden 2 ist diese Saison wohl die einmalige Chance, Regionalliga zu spielen. Denn der Verband hat aus dem Kuriosum gelernt. Ab der kommenden Spielzeit wird nur noch ein Team pro Verein in der dritten Liga starten dürfen. Für den TSV Dresden 2 bedeutet das Zwangsabstieg. Ja, wir hatten wirklich Probleme, um die Motivation zu finden auch. Aber wir haben uns gesagt, das ist wirklich die einzige Saison, wo wir das machen können, auch für den gesamten Verein. Zwei Mannschaften in der Regionalliga, das müssen wir einfach nutzen. Das ist einfach eine Wahnsinns-Ehre, die wir da irgendwo haben, als einzige sächsische Mannschaft oder als einziger sächsischer Verein, der das geschafft hat. Und da müssen wir jetzt einfach gucken, wie wir das Beste daraus machen. Unser Ziel ist ganz klar, der sportliche Nichtabstieg, damit wir, die das entschieden haben, am grünen Tisch sagen können, wir könnten auch anders. Und dass ansonsten ganz viel Erfahrung sammeln und sehen, was die Saison so bringt. Zunächst haben die Dresdner ihr Ziel erreicht. Im Duell der Liga Neulinge erkämpfte sich der TSV Dresden 2 ein 4:4 Unentschieden gegen Markt Heidenfeld. Damit stehen die Dresdner nach 5 Spieltagen über dem Strich. Bis Mitte Februar soll das so bleiben. Solange jedenfalls gibt es den TSV im Doppelpack.